Nachdem Try und ich ja unsere ersten Stunden, sag ich mal, etwas chaotisch aufgenommen haben, wollte ich jetzt heute nochmal eine Folge machen, die ich quasi alleine aufnehme und wo ich einfach mal eine Beispielmission zeige, die ich schon extrem cool gemacht finde, damit man einfach mal so einen Eindruck bekommt, wo dieses Spiel mal hingehen kann oder was ein Teil dieses Universums sein kann. Habe ich mir einfach mal eine ausgesucht, die man relativ häufig bekommt, und zwar ist das hier PI Wanted, also Private Investigator, wird gesucht und die klicken wir uns einfach mal an. So, und zwar wird da, untrack ich gerade mal hier, wird hier ein erfahrener und diskreter Privatdetektiv oder ja doch Privatdetektiv gesucht in der Nähe von Crusader, also dem System, wo wir sind, und der soll in eine Versicherungssache hineinschauen, also sich die mal angucken, und es gibt eine feste Bezahlung, keine Spesen werden gedeckt und das Anfangsdatum ist so bald wie möglich und man soll dann dieses Listing tracken. Und dann nimmt man diesen Job quasi an. Das Listing-Tracken macht man sozusagen hier rüber, also man hier den Punkt setzt und dann fängt gleich ein Audiolog an von unserem Auftraggeber. Ich hoffe, dass ich die Untertitel eingeschaltet habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die schon so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Sonst erkläre ich nach, wie es funktioniert. Da ist gerade was Dickes aus dem System gesprungen, würde ich sagen. Thank you for getting in touch with me. My husband recently died aboard the Gundo Kovalex Station. But the company is refusing to pay out his insurance claim. Because they say he was at fault. It's ridiculous. There is no way that's true. I know my husband. Darnell had his problems, but that is all in the past. I want you to go to the Kovalex station and send me evidence that my husband is innocent. But even if you find out that he isn't, you'll still get paid. I know your time is valuable, and really, I just want to know the truth. I've attached the insurance claim to get you started. Good luck. And I hope to hear from you soon, one way or another. Also ihr Ehemann ist auf der Kovalex Station quasi ums Leben gekommen, auf diesem Kovalex Shipping Hub. Und die Versicherungskompanie sagt, dass sie nicht zahlt, weil sie der Meinung ist, dass er für den Unfall verantwortlich ist, durch den diese Station quasi zerstört wurde und wodurch eben ihre Menschenleben verloren wurden. Und deshalb möchte sie das gerne aber untersucht haben und möchte auf jeden Fall das Ergebnis wissen, egal zu welcher Schlussfolgerung wir kommen. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, ob wir da noch ein Dokument bekommen haben von ihr. Genau, hier ist der Text. Kann sich jeder kurz mal durchlesen, wenn er möchte. Also dieser Darnell Ward, das ist quasi ihr Ehemann. Und da sagen sie halt, ja, dass das Ganze eben... dass sie das nicht zahlen werden, weil er sozusagen dafür verantwortlich ist und die Beweise sprechen eben dafür. Und dass dadurch, dass er quasi dieses Ganze verschuldet hat, dass sie das eben nicht zahlen werden. Wir sollen uns jetzt eben zu dieser Station begeben und sollen uns das angucken. Wie da der Stand der Dinge ist, ob er eben dafür verantwortlich ist oder nicht. Ich habe das Spiel mittlerweile übrigens auf meiner SSD geparkt, trotzdem ruckelt es hier gerade noch wie Sau. Das ist momentan leider normal. Auf Port Olisar, dass er da einfach übelste Nachruckler hat. Das liegt nicht an meinem Rechner tatsächlich, sondern es liegt einfach am Spiel im Moment. Und ich hoffe, dass das einer der Patches ist, die sie mit, oder eins der Sachen ist, die sie mit 2.5 patchen, weil das Spiel außerhalb von Port Olisar ziemlich flüssig läuft. So, wir holen mal eine 325A. Auf B03. 03 ist hier drüben auf jeden Fall. Mittlerweile kenne ich mich schon ein bisschen aus. Ich werde noch, also ziemlich genau im Anschluss hier nach, mit Try noch weitere Folgen aufnehmen. Unter anderem werden wir ein paar von seinen Schiffen auch vorstellen. Er hat ja mehrere. Und wir werden wahrscheinlich auch noch die ein oder andere Piratenjagdmission machen. Man einfach mal so ein bisschen Raumkampf sieht, wie er eigentlich laufen sollte, weil mittlerweile können wir es ein bisschen besser als in den Videos, die bisher so kamen. Und ja, bestimmt nicht so schlecht, dass man dann nach unserem Rumgenube am Anfang, wo wir auch von der Steuerung überhaupt keine Ahnung hatten, sehen kann, dass wir uns da ein bisschen weiterentwickelt haben. Was bei meinem Schiff uns passieren kann, was wäre sehr ärgerlich, wenn es passiert, dass hier diese Bodenplatte unter mir nicht ganz so stabil ist und ich teilweise da einfach rausglitsche. Ich habe nicht gleich einen kleinen Eilspaziergang vor mir. Wäre bitter, muss ich dann aber irgendwie umgehen. Bisher habe ich es immer wieder geschafft, mich in mein Schiff dann auch wieder irgendwie reinzuglitschen. Müssen wir mal schauen. Im Übrigen waren eben keine Untertitel, weil die noch nicht aufgezeichnet wurden scheinbar.
So, Computer. Origin Jump Works, at your service. Core System, operational. So. Landing Gear, raised. Contact, scan initiated. Wir müssen auf die andere Seite von dem, von dem Planeten. Von Crusader, das heißt, wir springen jetzt erstmal zu der Cryastro Station da hinten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es mehrere hundert bis tausend von diesen kleinen Nebenaufgaben geben wird im fertigen Spiel dann. Die einfach so zwischendurch für so ein bisschen Flair sorgen, das ganze Universum so ein bisschen darstellen und erklären und was eben alles passieren kann. Finde ich mega interessant, dass sie da schon so ein Beispiel eingebaut haben. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was da noch von reinkommt. So, da ist die Station. Wir nähern uns mal. This Kovalec shipping hub is currently closed to the public. We apologize for the inconvenience. Ja, momentan geschlossen für die Öffentlichkeit und sie entschuldigen sich. Das ist quasi eine automatische Nachricht, die da abgespielt wurde. Dass die Station eben im Moment außer Betrieb ist. You are trespassing on Kovalec's private property. Ja, jetzt dringen wir quasi hier in Privatgelände ein. Wir gleich auch sehen, dass die Station ziemlich kaputt ist. Uns hier nähern. Es gibt nämlich auch keinen festen Landepunkt für uns. Hier vor mir wären zwar diese Landeplattformen, aber man sieht, dass die eben weitgehend zerstört sind. Ich werde jetzt versuchen, mein Schiff einfach hier abzustellen. Ja, da sieht man schon, dass das da aufgesprengt ist von innen, mehr oder weniger. Alert. Systems overheating. Ich park jetzt einfach mal Landing hier. Landing complete. Landing gear deployed. Landing gear raised. Landing gear deployed. Mein Landing gear spannt ein bisschen ab. Raised. Und ist die Frage, ob ich durchfalle oder nicht hin. Deployed. Landing gear raised. Das werden wir gleich feststellen. Jetzt mal eine Klappe auf. Scheinbar falle ich diesmal nicht durch. Ich habe nur echt ein bisschen Schiss, hier weiter nach vorne zu gehen. Weil es dann fieses Geglitsche gibt, meistens. So, kleiner Raumspaziergang. Von der Atmosphäre her total super, finde ich. Wenn man das hier so sieht, wie das Schiff da so rumschwebt. Man es zum ersten Mal von draußen sieht quasi. Man sieht da hinten den einen Planeten. Hier diesen Mond oder was das ist, glaube ich. Und dann eben hier die Raumstation. Und da können wir quasi nur durchs Fenster rein. Das eben hier aufgesprengt ist. Hier schwebt noch eine Waffe einfach so rum. Die ich aber nicht benutzen kann, weil ich selber eine dabei habe. Ja, nochmal der freundliche Hinweis von der Computerstimme, dass ich bitte den Bereich verlassen soll. Ja, hier wäre wohl der Empfang gewesen. Hier können wir uns einen Audiolog anhören. Hey Dino, it's Racine over at Corporate Ops. Give me a shout back when you clock in. Just wanted to follow up a bit on the distro issue. Talk to you in a bit. Bye. Darnell, we're seeing again. Still need to sync up about the power distribution problem. Where are you, man? Getting tired of waiting, Darnell. Call me. Also Darnell sollte sich scheinbar wohl bei ihr melden hier am Empfang, weil es irgendwo ein Problem gab und er da wohl im technischen Bereich für zuständig war und hat er wohl aber nicht. So, mit Alt-T kann ich eine Taschenlampe anmachen, kann ich hier den Bereich ein bisschen beleuchten. Also diese dynamische Beleuchtung funktioniert schon extrem geil dank der CryEngine, das finde ich super gut gelungen. Also atmosphärisch ist das, gehört das hier schon mit zu den Besten. Erinnert teilweise ein bisschen an Dead Space, wenn man hier auf dieser leeren Station, die vollkommen verwüstet ist, sich bewegt, hier mit der Schwerelosigkeit. Ich weiß natürlich schon, wo es lang geht, ich habe die ja schon mal gespielt. Ich hoffe, ich blamier mich dann gleich nicht. Ja, erstmal kurz wieder aufrichten. Und hier merkt man jetzt auch, dass es hier jetzt flüssig läuft. Also wie gesagt, das ist wirklich nur auf Port Olisa momentan. Hier ist eine Schlafkammer. Einen weiteren Audiolog. Hey babe, I just got the package you sent. Thanks a million for the Mobi mod. It is incredible. Sorry for the noise. The crew surprised me with a shindig. Right, we did. Hey, Anya! Holy shit, is that a bottle of Esquire? Oh, damn right. How did you afford this? Let's talk. Hey! Don't know!
go. Dinah, one more. Hey, look, I'm gonna get back to it, but let me know how your dissertation's going. Anyway, I love you and I miss you. Thank you again for the prison. Bye, babe. Also es gab hier wohl eine Party und Daniel hat scheinbar ein Alkoholproblem gehabt vorher und wurde jetzt aber zum Trinken animiert von seinen Kollegen und mit einer Flasche besonders teuren Schnaps und seltenen, der wohl einem anderen Kollegen irgendwie geschenkt wurde. Und hier sehen wir jetzt die Cafeteria, würde ich mal sagen. Hier ist ein Schiffsmodell drin, was wir leider nicht mitnehmen können, das finde ich sehr schade. Glitchy, die Avenger. Können wir leider nicht einsammeln. Könnte man nämlich sonst in seinem Hangarbereich ausstellen. So, gehen wir mal weiter. Alles hier in dieser schönen roten Notbeleuchtung. So, ich meine, hier unten war noch ein Audiolog. Es ist ganz schön schwierig, sich im luftleeren Raum zu bewegen, ohne irgendwo anzutitschen ständig. Hey, Race, it's Darnell. Where the hell have you been? Your ship started 3 hours ago. I know. Sorry. I did a breakdown of the current power flow for the station, and it's looking like I'll need to run a stress test on the whole system, see where the runoff is. Okay. Hey, just be careful. Will do. I'll keep a close eye on it. Sounds good. You sure you're okay? You sound terrible. Yeah, it was Scott's birthday last night, so we were all up a little later than we should have been. All right, let me know when you're finished running the test. Will do. Also nach der Geburtstagsparty für Scott am nächsten Tag hat er sozusagen seine Schicht 3 Stunden später angetreten, als eigentlich sein Schichtbeginn war, und hat dann eben gemeldet, also hat sich an der Rezeption gemeldet, wo eben die Kollegin auf ihn gewartet hat oder seine Managerin oder wie auch immer, und hat eben gesagt, dass er ein Problem festgestellt hat mit der Energiegeneration von der ganzen Station und er muss wohl einen Stresstest machen, um das Problem finden zu können. Und ja, scheinbar ist dabei ein bisschen was schief gelaufen und er klang auch noch ziemlich angeschlagen. Das ist der Kollegin auch aufgefallen, hat ihn gefragt, ob alles okay ist für ihn, und er meinte, ja, wird schon gehen irgendwie. Und da können wir jetzt den Beweis quasi hochladen, dass er wahrscheinlich noch angetrunken war und somit das Ganze eben verschuldet hat. I wanted to let you know that I have received the information you sent and will be uploading the payment to your account. I guess I shouldn't be surprised. I knew how hard that struggle was, but I guess I had hoped for better. After all that, it seems that Kovalex was right. I'm sorry he cost those people their lives. And at least I know the truth now. Ja, also seine Ehefrau ist natürlich sehr betrübt darüber, dass er die ganze Station umgebracht hat, mehr oder weniger, durch sein Verschulden. Und hatte eigentlich gehofft, dass er über sein Alkoholproblem hinweg ist, aber war wohl leider nicht so. Jetzt finden wir hier noch eine Liste. Mit... Ich meine, das ist so ein Persönlichkeitsprofil. Und hier ist noch irgendwas anderes, ein anderes Datapad über einen anderen Fall, mehr oder weniger. Genau, und hier so, mal gucken, hier genau Daniel Watts, da haben wir es. Also er hat teilweise einen etwas schlechten Umgang mit seinen Mitmenschen und hat Pünktlichkeitsprobleme, ist aber sonst sehr aufgeräumt und eigentlich sehr sorgfältig, wenn er versucht, ein Problem zu lösen, und neigt aber dazu, dass er teilweise unnötige Risiken benutzt, und das wird wohl das Problem gewesen sein, eben zusammen mit der Party und dem Alkohol,
dass es dann eben zu diesem Unfall gekommen ist und ja, dadurch diese ganze Station in Stücke gerissen wurde, mehr oder weniger. Ja, das soll es eigentlich gewesen sein von dieser kleinen Beispielmission. Ich muss jetzt eben noch hier kurz den Ausgang finden und wieder mein Schiff betreten. Funktioniert eigentlich alles reibungslos. Und da können wir jetzt, also ich finde es einfach ein schönes Beispiel, gute Mission, die so ein bisschen Hintergrund reinbringt, warum wir diese Station eben zerstört ist, warum die überhaupt hier ist, etc. Und was die Leute so gemacht haben hier. Finde ich ganz nett gemacht. Und ich bin mal gespannt, was da eben noch so reinkommt. Und eben was auch mit dem nächsten Patch dann kommt. So, falle ich durch, falle ich nicht durch? Ich falle nicht durch, perfekt. Die Credits wurden mir jetzt schon überwiesen. Und ich denke, das soll es für diese kleine Folge erstmal gewesen sein. Und wir schauen einfach mal, was dann noch so kommt demnächst. Mein Landing Gear spackt gerade rum wie noch was. Ich muss mal ein Stück höher fliegen. Ja. Das soll es dann gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, wahrscheinlich mit einer Schiffsvorstellung und danach mit ein bisschen Piratenjagd. Bis dann.